Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Sven von der Internetfahrschule. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute möchte ich euch so ein paar Impressionen, so ein paar Tipps geben über das Fahren mit dem Auto in Paris. Wir haben einen 4-Tagestrip gehabt und es war eigentlich nicht geplant, ein Video zu machen. Aber durch die Eindrücke, die ich gesammelt habe, habe ich mich dann doch entschlossen, hin und wieder einfach mal die Kamera laufen zu lassen. Dadurch habe ich jetzt auch nicht so viel Videomaterial, dass ich jetzt ein komplettes, umfassendes Video machen kann mit allen Informationen über Paris und das Autofahren. Das wird nicht funktionieren. Aber ich werde euch definitiv die wichtigsten Sachen vermitteln können zum Auto heil lassen, zum Überleben. Das sollte schon funktionieren. Jetzt wird der ein oder andere von euch vielleicht sagen, oh, ich komme aus Berlin, wo ist jetzt der Unterschied, ob ich jetzt in Paris fahre? Natürlich hat jede große Metropole, egal ob London, ob Berlin, ob Paris, das ist immer schwierig zu fahren, immer sehr dichter und sehr schneller Verkehr mit wenigen kleinen Lücken. Aber jede Metropole hat auch so ihre Besonderheiten und Paris wirklich im Speziellen. Da gibt es schon so ein paar Sachen, die ich nicht einfach so übertragen kann, von zum Beispiel Berlin auf Paris. Natürlich ist der Schritt von jemandem, der in Berlin fährt, nach Paris nicht so groß, weil ihr natürlich dichten und engen Verkehr gewöhnt seid. Für Leute, die jetzt aber irgendwo vom Land kommen, ist das wirklich ein Kulturschock, da zu fahren. Das ist noch so ein kleines Abenteuer und ihr müsst definitiv die Bereitschaft haben, das ein oder andere, was ihr wirklich hier in Deutschland gelernt habt, mal so ein bisschen an die Seite zu legen. Ihr müsst die Bereitschaft haben, euch da anzupassen. Ansonsten werdet ihr sicherlich da größere Probleme bekommen. Ja? Der Verkehr ist sehr dicht, es wird sehr schnell gefahren, wie in allen Großstädten. Aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, die Pariser Autofahrer lassen euch immer Lücken reinzufahren. Das ist wirklich ein Verkehr, wo wirklich auf den anderen auch geachtet wird, wo immer auch Spielraum gelassen wird, da den Fahrstreifen zu wechseln, sich irgendwo einzufädeln. Das ist nicht so wie in Deutschland unbedingt. Ja, also dieser sture Deutsche, der manchmal wirklich immer auf sein Recht beharrt und sagt, du kommst jetzt hier nicht rein, ich war zuerst da. Das gibt's in Paris nicht, aber man lässt euch da auch nicht unendlich lange Zeit, das Ganze zu vollziehen. Ihr müsst das schon relativ zügig machen, müsst euch da anpassen. Und wenn euch das gelingt, so diese Gratwanderung, dann fahrt ihr auch wirklich in Paris relativ sicher mit eurem Auto. Und jetzt werden wir uns mal im Einzelnen anschauen, ja, was so anders ist zu dem Fahren, wie wir das hier vielleicht bei uns auch in Deutschland kennen. Nummer 1 ist die Vignette, die Zugangsberechtigung, dass ihr überhaupt mit eurem Fahrzeug in Paris einfahren dürft. Schaut euch bitte mal dieses Foto an. Also immer, wenn ihr in diese Umweltzonen reinfahrt, das ist ähnlich, wie das bei uns auch in Deutschland mit der Feinstaubplakette ist, so gilt es auch in Paris, dürft ihr das ohne Vignette nicht mehr machen. Alles, was von der Peripherie nach innen in den Stadtkern geht, unterliegt auf jeden Fall dieser Umweltzone. Und das Unangenehme bei der ganzen Sache ist jetzt, dass ihr diese Vignette nicht zum Beispiel an der Grenze zu Frankreich kaufen könnt oder in Paris selber. Ihr könnt es nur online bestellen. Und es dauert 3 Wochen, bis diese Vignette tatsächlich da ist. Die kostet, wenn ihr das über das französische Umweltministerium macht, mit Versand 4,50 Euro. Das ist überschaubar. Es gibt da auch private Anbieter, die sind deutlich teurer, bis zu 30 Euro. Da würde ich eher die Finger von lassen. Wenn ihr natürlich jetzt sagt, ich möchte spontan nach Paris fahren, ist das schon blöd. Dann müsstet ihr zumindest diese Bestätigungs-E-Mail, die ihr bekommt, ausdrucken und sichtbar in die Scheibe legen. Denn wenn ihr keinen Nachweis habt, dann kostet das 68 Euro Bußgeld und die große Gefahr besteht auch noch, dass zusätzlich das Fahrzeug abgeschleppt wird. Also das Risiko will ich nicht eingehen. Ihr könnt es oder die Vignette beantragen für Fahrzeuge ab 1997 Zulassung. Alles, was 96 und älter ist, hat keine Berechtigung und wird diese Plakette nicht bekommen. Das gilt im Moment auch noch für Oldtimer. Also ihr seht, das Ganze ist jetzt nicht unbedingt sehr besucherfreundlich gestaltet. Auch benötigt ihr für diese Vignette eine Kreditkarte, um das Ganze bezahlen zu können. Das kommt auch noch dazu. Also es ist nicht schön, aber es ist leider so, wie es im Moment ist. Nummer 2, das sind die Zweiräder. Egal ob Fahrrad, Roller oder Motorrad, die fahren in Paris wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen. Das ist vielleicht das größte Problem, was auf euch zukommt, wenn ihr in Paris fahrt. Das gibt es natürlich in Deutschland auch, aber nicht so geballt und auch nicht so extrem. Da gibt es keine Sicherheitsabstände. Die schießen rechts und links mit Zentimeterabständen an euch vorbei, mit hoher Geschwindigkeit, ja, mit 40, 50 Kilometer pro Stunde. Da sind die wirklich total schmerzfrei. Die schießen auch direkt vor euch, vor das Auto wieder.
Also da müsst ihr wirklich höllisch aufpassen, dass ihr da keine unbedachten Lenkbewegungen macht, dass ihr euch wirklich genau absichert, genau schaut. Ihr müsst auch Platz lassen. Also die Pariser lassen auch den Zweiradfahrern Platz, dass sie zwischen den Fahrstreifen durchfahren können. Wenn ihr das nicht macht, dann geht es ganz schnell, dass die mal anklopfen an die Scheibe oder drücken euch den Spiegel weg, dass die machen sich dann schon Platz. Also das würde in Deutschland nie funktionieren. In Paris, erstaunlicherweise, das geht. Ich habe nicht einen einzigen Unfall mit dem Zweirad gesehen. Aber ihr müsst wirklich höllisch aufpassen und auf Zack sein und saugut beobachten. Ansonsten geht es relativ schnell, dass er irgendeinen da vom Zweirad schießt. Ich habe so ein paar Impressionen für euch hier auf Video. Da könnt ihr mal reinschauen, wie das in etwa aussehen kann. Nummer 3, Fahrstreifen und insbesondere natürlich die Markierungen, die teilweise wirklich fehlen. Da habt ihr unheimlich viele Fahrstreifen, die nebeneinander laufen, sehr breite Fahrbahnen und keine Markierungen. Da fehlt die Orientierung teilweise wirklich sehr, sehr schwer. Ihr müsst ja auch gut aufpassen, wird natürlich sehr extrem gewechselt, sehr spät gewechselt, wieder gewechselt mit unheimlich wenig Abständen nach vorne, zur Seite. Also ihr müsst ja absolut auf der Hut sein, dass ihr die Orientierung behaltet. Nummer 4, die Vorfahrtregelung in Paris. Grundsätzlich immer rechts vor links. Also das ist nicht so wie bei uns in Deutschland, wenn wir die großen Hauptstraßen haben, dass das durchgehende Vorfahrtstraße ist. In Paris, auch auf den großen Boulevards, gilt grundsätzlich immer erstmal rechts vor links. Es sei denn, es ist wirklich anders ausgeschildert. Teilweise wird es natürlich oft entschärft durch Ampelkreuzungen, die dazwischen geschaltet sind. Aber wenn da Einmündungen sich nähern, auch auf den großen, breiten Straßen, müsst ihr gut aufpassen. Ihr müsst erstmal immer davon ausgehen, dass tatsächlich da rechts vor links ist. Nummer 5, die Kreisverkehre in Paris. Die habt ihr in sämtlichen Variationen. In vielen Fällen wirklich mit ganz, ganz viel Fahrstreifen da drin, wie zum Beispiel am Triumphbogen. Da weiß ich es gar nicht ganz genau, weil da gibt es auch oftmals keine Markierungen. Und da wird dann einfach gefahren, da wo Platz ist. Da passen sicherlich 7, 8, 9 Fahrzeuge nebeneinander her. Also da müsst ihr höllisch aufpassen. Das geht ganz schnell, dass die wirklich von innen nach außen, von außen nach innen wechseln. Da wo halt gerade mehr Platz ist oder wo es gerade ein bisschen schneller geht. Und dann in Paris die Besonderheit, im Gegensatz zu, ich sag mal, normalerweise in Frankreich, da ist es so, dass die Kreisverkehre rechts vor links geregelt sind. Im überwiegenden Teil Frankreichs habt ihr auch eine Beschilderung, wie hier in Deutschland. Dann hat der Vorfahrt, der im Kreis ist.
In Paris ist es genau umgekehrt. Die, die rein möchten, haben Vorfahrt, rechts vor links. Und die schießen auch rein mit 50 Kilometer pro Stunde und mehr. Da müsst ihr wirklich höllisch aufpassen, wenn ihr seht, dass von rechts sich Einmündungen nähern. Und wenn ihr zum Beispiel am Triumphbogen seid, ich glaube, da sind 12 Einmündungen. Also da kommt wirklich eine Straße nach der anderen. Da müsst ihr sehr gut beobachten, langsam fahren, genau beobachten. Und wenn ihr mehrere Fahrstreifen habt, dann ist es so, die im inneren Fahrstreifen sind, die haben den Vorrang. Da müsst ihr also immer gut aufpassen. Die schießen euch wirklich dann knallhart vors Auto, wenn die dann auf der rechten Seite irgendwo rausfahren möchten. Also gut aufpassen, was die Kreisverkehre angeht in Paris. Nummer 6, das sind die Ampelanlagen in Paris. Die sind auch etwas anders, wie das bei uns in Deutschland ist. Erstmal gibt es meistens keine Haltlinie, also keine optische wirkliche Orientierung für euch, wo ihr stehen bleiben müsst. Die meisten fahren wirklich sehr dicht an die Ampel schon ran. Dann gibt es keine Phase Rot-Gelb. Also die Ampel springt direkt von Rot um auf Grün. Dann könnt ihr losfahren, das geht sehr schnell. Und dann schaut euch bitte mal dieses Foto hier an. Wenn ihr diese Ampel mit dem roten Kreuz auf der linken Seite im Gegenverkehr seht, dann heißt das, wenn eure Ampel grün ist, dass ihr abbiegen könnt, dass der Gegenverkehr rot hat. Aber Vorsicht, ihr müsst trotzdem aufpassen auf Radfahrer, die haben weiter Vorrang. Ja? Thema Radfahrer, seit 2015 ist das in Paris so, dass die jetzt ganz offiziell auch bei Rot nach rechts abbiegen dürfen bei vielen Ampeln. Da ist dann so ein Zusatzschild. Und bei bestimmten Ampelkreuzungen auch bei Rot geradeaus weiterfahren können. Also da müsst ihr gut aufpassen. Das haben die zwar schon vorher immer gemacht, aber seit 2015 ist das Ganze jetzt wirklich offiziell. Und daran seht ihr halt auch, dass auch da viele Sachen anders sind. Natürlich haben die Leute in Paris auch, wie in ganz Frankreich, eine Straßenverkehrsordnung, wie wir hier auch. Aber die legen das wirklich ganz locker und ganz entspannt aus. Da ist wirklich viel Freiraum, den die sich da nehmen. Da passt jeder so ein bisschen auf den anderen auf. Das ist nicht so wie bei uns. Ja? Wenn ihr zum Beispiel nachts um 3 da in Paris fahrt und ihr kommt auf eine Kreuzung zu und da ist die Ampel rot, da bleibt da von denen keiner stehen, da fahren die weiter. Ne? Ich will natürlich jetzt keinen von euch animieren, das auch zu machen. Ihr bleibt natürlich schön stehen. Aber daran seht ihr schon, es gibt viele Beispiele, wo man ganz schnell erkennt, dass die das einfach viel lockerer ausleben, wie wir das bei uns in Deutschland machen. So ihr Lieben, dann gebe ich euch jetzt abschließend auch noch mal so ein paar Tipps zum Thema Einparken, besonders in Paris. Wenn wir uns mal die Autos anschauen hier. Ja, ihr könnt hier sehen, unten links an der Ecke und die ganze Breite über, das sind überall Kratzer, überall Beulen. Aber jetzt hier von der anderen Seite mal gucken, von vorne sieht es auch nicht auch besser aus. Da ist immer ein Schild an, da vorne ist auch schon abgeplatzt. Wir haben ein Auto, was also gut wie neu ist, der hat hier hinten auch schon an der linken Ecke was. Wir gehen mal weiter rum, zeige euch mal gleich das nächste Auto, was hier steht. Also die komplette hintere Seite ist total verschrammt, verbeult. Ja, wir gucken mal von vorne, da wird es wahrscheinlich auch nicht besser sein. Ja, also genau dieselbe Nummer von vorne. Ja, bei dem Auto mal gucken, jetzt hier von hinten. Und so können wir eigentlich die ganze Reihe durchgehen. Eigentlich bei nahezu jedem Auto sieht es einfach so aus.
Also in Paris, das heißt nicht, dass sie nicht einparken können, aber die sind halt einfach nicht zimperlich. Die schieben das Auto einfach mal ein Stückchen an, das wird nach vorne geschoben, sodass man wieder ausparken kann. Das ist also nicht so, wie das bei uns in Deutschland ist. Von daher müsst ihr echt damit aufpassen, wo ihr in, besonders in Paris euer Auto hinstellt. Da kann das auch mal sein, dass da ein paar Macken, ein paar Schrammen dran sind. Achtet auch bitte immer drauf, seht ihr bei diesen Autos hier, dass die Spiegel wirklich immer eingeklappt sind. Die Straßen sind so eng und so zugeparkt, das geht ruckzuck, dass der Spiegel weg ist. Und ihr müsst euch nicht einbilden, dass die hier anhalten. Die fahren gnadenlos weiter. Ja? Also Thema Parken, müsst ihr besonders vorsichtig sein, aufpassen, wo ihr euer Auto hinstellt. Sonst kann es sein, dass da Macken dran sind. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und mal an dem einen oder anderen Auto ein bisschen gedrückt in Paris. Und ganz viele haben auch gar keinen Gang drin und keine Handbremse angezogen, wenn die in der Ebene stehen, so dass man dann die Autos so ein bisschen vor- und zurückschieben kann zum Ein- und Ausparken. Und das ist auch der Grund, warum die Autos letztendlich dann oftmals vorne und hinten so aussehen, so verkratzt und so verbeult. Ja? Immer wenn ihr in Paris parkt, von Montag bis Samstag in der Zeit von 9 bis 20 Uhr, ist das kostenpflichtig. Es gibt zwei Parkzonen. Einmal am Stadtrand, da zahlt ihr für die Stunde 2,40 Euro und im Stadtkern 4 Euro die Stunde. Wobei das nicht linear ansteigt. Also wir haben für 4 Stunden in Paris, Versailles ein Parkticket gezogen für 2,40 Euro die Stunde. Da habe ich 13,90 Euro zahlen müssen. Also ihr seht, je länger ihr steht, umso mehr müsst ihr zahlen. Die nächste Kategorie, 4 Stunden und 15 Minuten, wären dann schon 33 Euro gewesen. Also Paris ist eine verdammt teure Geschichte, was das Parken angeht. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das müsst ihr einfach mal dann googeln, Parkhäuser zu buchen, Parkplätze zu buchen von zu Hause aus, dann seid ihr auf jeden Fall sicher, dass ihr Parkplätze habt, dass das Auto da auch einigermaßen sicher steht, aber das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Grundsätzlich, wenn ihr in Paris parkt, bleibt weg von allem, was gelb ist. Gelbe Markierungen, gelbe Bordsteinkanten, das sind immer Halt- und Parkverbote. Da geht es sehr schnell, dass das Auto dann auch abgeschleppt wird. Ihr könnt auch die Automaten, die Parktickets nicht mit Bargeld füttern, das geht nicht. Ihr könnt das nur mit eurer Bankkarte machen oder ihr müsst euch einen Tabakladen suchen, das geht auch, da gibt es die Paris-Card und dann könnt ihr mit dieser Karte über die Automaten euch die Parktickets holen. So, mein abschließendes Fazit zum Fahren mit dem Auto in Paris. Es ist eine Möglichkeit. Ja, ihr habt natürlich immer auch die Alternative, das Auto irgendwo abzustellen, nicht direkt im Stadtkern und das Ganze mit der Metro zu machen. Das kann natürlich auch sehr, sehr viel entspannter sein. Es ist eine Möglichkeit, das zu tun. Wenn ihr euch entscheidet, mit dem Auto wirklich nach Paris reinzufahren, in das Stadtzentrum, dann sollte euch wirklich klar sein, das ist nichts für ängstliche Autofahrer. Wer da wirklich mit Angst rangeht an die ganze Nummer, da würde ich schon fast sagen, das ist nur eine Frage der Zeit, dass ihr das Auto kaputt fahrt. Dann lasst es lieber sein. Wenn ihr reinfahrt, dann passt euch an. Fahrt mehr oder weniger so, wie die Leute das in Paris auch machen. Ihr müsst relativ zügig fahren, ihr müsst sehr genau beobachten. Ihr habt also wirklich keine Zeit, euch irgendwie abzulenken mit irgendwelchen Fummeleien am Telefon, am Radio, mit irgendwelchen Gesprächen oder sowas. Ihr müsst hochkonzentriert sein, weil ihr habt nicht viel Zeit zum Reagieren. Ihr müsst sehr genau über die Spiegel beobachten. Es geht sehr schnell, dass ihr irgendwelche Fahrzeuge, gerade halt, was ich am Anfang gesagt habe, die zwei Räder neben euch habt und wenn ihr da unaufmerksam seid und rumzuckt und eure Fahrstreifen nicht sauber haltet, dann geht es schnell, dass ihr da in Kontakt kommen könnt. Ja? Wenn euch, wie gesagt, das gelingt, das ist eine Gratwanderung, dann habt ihr auch viel Spaß in Paris, dann könnt ihr auch locker mit dem Auto fahren, ohne dass ihr was kaputt macht, wenn ihr so ein paar Regeln beachtet. Und ich, wie gesagt, hatte für meinen Teil sehr viel Spaß in Paris mit dem Auto zu fahren. Es ist definitiv ein bisschen was anderes. Ja, aber das macht das Ganze letztendlich ja auch aus. Wenn das Video für euch hilfreich war, dann würde es mich natürlich freuen, wie immer, wenn ihr mir hier einen Daumen hoch gebt, abonniert mich auf YouTube und ich wünsche euch wie immer viel Spaß in euren Ausbildungen, viel Erfolg in den Prüfungen und allzeit gute Fahrt. Kommt immer gut und sicher nach Hause.